Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play mit der Community. Und zwar handelt es sich heute um Zombie Army Trilogie. Da bin ich mal gespannt, wie das heute so vonstatten geht mit den ganzen Jungs. So, wie sieht das aus bei euch? Kurz. Ich bin bereit. Bist du voll bereit, ja? Ich bin sogar schon live. Boah. Gib mir mal 2 Minuten. Alles gut. So, wie funktioniert das Ganze denn jetzt hier? Horde, Kampagne? Wer von euch bitte streamt denn dann eigentlich, oder streamt ihr beta? Sie ist am Stream, ich bin am Aufnehmen. Okay. Kampagne? Ja. Und dann? Private Spiele stellen, Einzelspiel. Eigentlich selbst erklären schon fast. Spielmodus. Ja, Kampagne müsste da so stehen. Episode 1 natürlich, denke ich mal, ne? Fangen wir an. Ja, klar, wir fangen ganz vorne an. Wenn schon, denn schon. Mhm. Oh, ich brauche einen dritten Monitor. Ich weiß nicht, wohin mit den ganzen Fenstern. Warum willst du das Spiel auf 3 Monitoren spielen, Norbert? Nein. Du hast einen Monitor zum Spielen und einen anderen, wo ich 5000 Fenster offen habe und ja. Und das eine Fenster ist natürlich größer wie der Bildschirm. Aber könntet ihr noch ein paar Minuten warten? Jetzt muss ich mit Schnullerbacke. Es tut mir leid. Jo. Es tut mir leid. Ich bin gleich wieder da. Jo. Dann gehen sie auf Schwierigkeit wählen. Also, private Spieler stellen, hast du gesagt, ne? Ja. Lobby und dann Schwierigkeit wählen. Freund einladen. Lädst du mich ein dann oder was? Ich dachte, du lädst uns ein. Was? Na gut. Habe ich denn überhaupt alle? Das Warte mal. Aru. Also mich ja. Wegen Fräuschen und wo haben wir denn den C-Text? Ich glaub's gar nicht, wie ich mich heute gewundert hatte, als ich in meine Freundesliste geguckt habe und ein Name drin stand, den ich überhaupt nicht kannte. So, hä? Ja, weil du dich einfach mal umbenannt hast. Ja, wegen Counter-Strike vorhin. Nee, dich habe ich nicht, siehste. Na, muss Aru dich einladen. Wenn das geht. Müsste eigentlich funktionieren. Muss Aru dann einfach mal versuchen. Ja. Genau. Und bei Schwierigkeit wollen wir dann Meisterschütze oder? Ich weiß es nicht. Warte mal, Kapitel wählen. Episode 1, natürlich. Dorf der Toten, natürlich. Schwierigkeit wählen. Ja, Meisterschütze ist Mittel, ne? Ja. Da kackt schon einer ab. Da wo ja auch noch ja nicht spielen. Desinfiziert. Schießt ihn ab. Und dann feindliche Aufstellung. Der nächste infiziert. Freundbeschuss? An oder aus? Nee, lass mal aus. Besser aus. Ahu ist dabei, ne? Yeah. Der Säbel ist alle weg. Feindliche Aufstellung, mit wie viel Spielern soll das Spiel skaliert werden? Also die Anzahl der feindlichen Spawns richtet sich nach den teilnehmenden Spieler. Okay. Wo kann man das irgendwo einstellen? Ne. Bei Schwierigkeitsgrad, feindliche Aufstellung. Ach da. Voreinstellung für einen Spieler, 2, 3, 4 für Elite-Spieler. Wir sind Elite, ne? Oder wie war das? Nee, nachher endet das Spiel. Absolut. Nachher endet das Spiel wie Dark Souls bei mir. Getestet haben, wir sind nicht einmal gestorben. Also was stelle ich ein? 4 Spieler oder was? Wir sind zu viert unterwegs, dann wäre die Voreinstellung sowieso 4 Spieler. Okay, dann machen wir Voreinstellung. Dann bleibt das so. So, dann müssen wir nur noch warten, bis die Frau wieder geht.
Man kann sich ja so lange die Charaktere ansehen. Wie? Wo? Charaktere auswählen. Ach du Scheiße. Dr. Ephraim Schweiger, academic researcher. Wir nehmen alle denselben. Pacifist and skeptic, would rather be in a library. Voll unrealistisch, aber. Avoided conscription by assisting the Nazis research their favorite obsession, the occult. Inadvertently, he assisted in bringing about the apocalypse. Typisch Mode. He is no longer a pacifist or a skeptic. Boris Medvedev, Red Army veteran, stoic, practical and no nonsense, fiercely loyal to the deserving, narrowly avoided charges of insubordination on a number of occasions. He has witnessed and survived far worse than the horrors of the zombie apocalypse. Hermann Wolf. Lol, die erste Hälfte liest doch vor, die andere Hälfte nie. Alert, wary, doting husband and father, little patience for politics with its attendant egos and backstabbing corruption. Never believed in Hitler's message, but followed orders for the sake of protecting. Weil sie alle vom Gesicht her gehen noch, aber unterste Kategorie, der zweite von rechts, der sieht ja aus. Portrait painter, a keen eye and a steady. Voll die Meinst du Coach? Weiß ich noch nicht, ich bin noch nicht. Der sieht aus, ey, wie Botox-Lippe, ey. Gib mir ein Küsschen. Ja, die unteren Charaktere sind Bonus-Charakter, die sind später hinzugekommen. Das sind ja die Charaktere von Left 4 Dead und Left 4 Dead 2. Independent and single-minded, dreams of owning a vineyard, executed key sabotage missions to facilitate the Allies advance through France following the invasion of Normandy, then traveled alone to Berlin on a personal mission to assassinate Hitler himself. Anya Bokareva. Amateur sharpshooter, patient, deliberate and patriotic. Gave up rifle sports and her university studies to serve in the military when Germany invaded the Soviet Union. Rapidly established herself as one of the most formidable snipers in the Red Army. Hannah Schultz, freedom fighter, fierce, driven by vengeance. Orphaned at an early age, values family above all else. Wears the uniform of the man who executed her husband and children. Achso, jetzt weiß ich auch, was du meinst mit dem Vorlesen. Mit der Hälfte. Gibt's ja gar nicht. Da liest er echt den Rest nicht vor. Dumme Sau. So, dann werde ich mal mein J-Downloader mal. Wen werdet ihr nehmen? Das wird, glaube ich, die nehmen, die ich jetzt drin habe. And fearless, unmatched with a sniper rifle. Spent most of the war operating alone behind enemy lines. Not used to working in a team. So, wen nehme ich denn? Wen nehme ich denn? Ich würde den ja gerne nehmen, diesen Coach, wa? Die Botox-Lippe, Junge. Ja, ich nehme ihn auch. Junge, Mr. Botox in der Haus jetzt gleich, Junge. Du weißt aber schon, in so einer Zombie-Apokalypse sollte man vielleicht doch lieber jemanden nehmen, der ein bisschen sportlicher ist, oder? Ja, was denn? Dann brauche ich halt nicht so weit laufen. Dann leben wir länger. Ja, hast du Zombieland nicht gesehen? Dreh am Anfang mit den Dicken. Was? Goldbarren? Flaschen? Ja, Flaschen habe ich ja hier in der Gruppe. Aber es wird auch 0 von 4 angezeigt, ne? Ja. Weißt du, wie schnell das gleich gezählt wird, wenn wir gespawnt sind? Zack, 4 von 4. Was geht's jetzt mit 0 von 4 und 4 von 4? Wie das? Nix, ist schon okay. Steht schon 1 von 4 jetzt. Ach, Flaschen. Achso.
haben ja gar keine gefunden, was? Ja, wahrscheinlich brauchen wir die gleich. Aber mir steht nämlich da Goldbarren 2 von 5. Was? Habt ihr schon so viel gespielt hier? Nö, dabei hab ich nie einen Ancient gefunden. Da bin ich gleich voll gespannt. Ach komm raus, du blödes Stück Wurst. Wir lassen die Hose zu. Ich hab gesagt Wurst, nicht Würstchen. Wie sieht das denn aus in der Zombie-Apokalypse mit Würstchen draußen? So. Bäh. Oh. Danke. Oh. Und wie hat sie sich angestellt? Lief erst recht gut, dann lief sie wieder schlecht. Jetzt ist das wieder so ein Mittelmaß und. Oh. Oh Mann. Ja, Holger war bei. Ja. Habe ich nur gemeint, wenn wir dann halt morgen zum Tierarzt fahren. Und die müssen da irgendwas einrenken oder so, bin ich raus. Da bin ich nicht mit dem Raum. Die sollen mich mit so einer Scheiße ja nicht in Verbindung bringen. Das kann natürlich sein, sowas. So, dann muss ich sie nur gleich mal ins Bettchen heben. Ja. Alles? Ja. Eiskriegen geht schon, aber. So, da können wir ja Gas geben, boah. Einladung hat ich dir geschickt eigentlich. Da bist du ja. So, seid ihr alle soweit? Wenn ich wirklich war. Ich hätte jetzt auch gerne wieder so einen Döner-Teller, wa? Alle soweit? Kannst du Charakter auswählen? Achso, ja stimmt. Und wähle mal deinen Charakter aus. Na, ich bin die Olli hier. Okay. So, und go! Oh Mann, worauf habe ich mich da nur eingelassen? War ich mich auch gerade. So. Na, noch haben die alle bestätigt, du kannst das nicht spielen. Ja, Schatz, du musst bestätigen. Ach so! Wow. Ja, wieso habe ich ein schwarzes Bild? Kann mir das mal einer erklären, bitte? Das weiß ich nicht, schrei doch nicht so. Ich habe ein schwarzes Bild in OBS. Spielaufnahme hast du drin? Ja, klar. Wurde mir doch auch eben angezeigt. Hauptmenü wurde angezeigt, alles. Ach du Schande, was kann man denn hier alles nehmen? Leck mich. Ich musste mal ganz kurz ausmachen, danach, nach der Runde oder was auch immer das da ist. Oh, boah, was nimmt man denn hier? Was? Spielaufnahme, ne? Ja, hab ich auch drin. Deutschland. Ach, nee, gut. Ups. Ach du Schande. Und funktioniert's? Funktioniert? Wer hat mir den da geklaut? Ich glaube, ich war das. Oh, guck mal, wer hier hängt. Hallo. Moment. Alter, was ist mit denen hier passiert, ey? Die wurden aufgespießt. Ja, können Zombies sowas überhaupt? Sniper? Shotgun? Ach, so. Wie wähle ich denn hier die Minen und so aus? Lauf doch mal! Die 5, 6, 7, 8. Also. Ups. Danke.
Hab ich dich erschrocken? Ja. Kann... Oh, guck, ich hab auch eine Piste, wa? Geil. Oh, lass mir doch auch mal gehen. Wenn ich den mal treffen würde. Wow. Boah, da muss man aber erstmal mit klarkommen, du. Wow! So, haben wir Ruhe, ja? Haben wir Ruhe? Oh, warte mal. Immer locker flockig. Ach, man kann die Leichen durchsuchen, okay. Gut. Wo bin ich? Wo seid ihr lang? Wo seid ihr? Ein Goldbarren. Packen mal, bevor man aufhebt. Du Spiel. Da bin ich einfach so drüber. Ich würde gerne das Ding wieder aufnehmen. Ich bin gleich noch nicht mehr. Vielleicht habe ich ja auch noch mal ein Problem. Wow. Boah, Junge, du machst nichts mehr. Bitte seid vorsichtig, ihr könntet keine Gegner treffen. Was für Gegner? Okay, ihr kleinen Pisser. Freundbeschuss anhitten, hätte ich jetzt einmal der Dreikopfschüsse gegeben. What? Weil sie direkt vor der Linse rumgehen. Ja, was soll ich denn sonst machen? Ich glaub mir, die alle seid ihr doof. Was? Oh, oh. Ich verstehe nur nicht, warum ich kein Bild habe. Drück mal zweimal hintereinander alte Ender, vielleicht klappt das ja. Nee, ich habe ja jetzt erstmal kurz ausgemacht und wenn wir hier das hier fertig haben, guck ich mal.
Mikro so laut. Wow! Oh nein, Aro ist am Versuchen. Wo seid ihr? Okay. Bitte. Mann, oh Mann, ist das aufregend. Einfach nur in die Nüsse treten, das geht schon. Du musst so stark in die Nüsse treten, dass der Schädel platzt. Dann ist alles gut. Oho! Wie hau den Lukas, hä? Wo seid ihr? Hallo. Die Symbole da hier. Was finde ein Versteck? Ups. So, wo müssen wir denn hier hin? Ich hab das Gefühl, es hängt gerade wieder das Spiel, hä? Ja, der Stern wegen Aufgabe und so ist gar nicht da. Aber wir kommen auch nie raus oder sowas. Oh. Ja, wo ist der Stern? So. Hier. Also nee, ich hab eine Flinte. Was, eine Flinte? Schon sagen, das Spiel ist buggy? Hier oben, ganz oben auf dem Dach habe ich. Finde ein Versteck. Da, hier habe ich was gekriegt. Hier. Das ist bloß eine Waffe. Das ist ja nicht. Aber habt ihr eine Karte oder was? Wenn wir hier rausgehen? Oder geht gar nicht, hä? Nee. Oder hier? Hey, hast du mich in den Arsch getreten hier so? Nein. Ich höre was. Gute Frage, wo müssen wir hin? Haben wir den ersten Bug so entdeckt? Meinst du? E-Tags? Ich glaube ja. Ich glaube, wir haben den ersten Bug entdeckt. Ja, das läuft ja schon mal erst rein, wa? Wir sind noch nicht gestorben. Ja. Aber hier, finde ein Versteck. Steht bei mir. Ich habe die Anzeige gar nicht. Ja, drück mal Tab. Ja, finde ein Versteck, ja, aber. Weil ich glaube, nämlich hier hinten ging es weiter, glaube ich. Ja, hier hinten ging es, glaube ich, auch weiter. Die wollen uns doch jetzt ärgern, oder? Kann man hier springen irgendwie? Nee, ne? Nee. Ja. Ja, ich würde sagen, neu starten. Kontrollpunkt neu starten, ja? Ja, ja. Ich würde sagen, wir lassen das Spiel. Jetzt schon? Wir lassen das Spiel. Da sind wir wieder! Wartet mal bitte kurz. Ich muss jetzt erstmal gucken, okay. Wieso das halt nicht läuft. Okay. Woran könnte das liegen? An OBS? Also ich habe einfach nur Spielaufnahme gemacht und das war's. Das Spiel dann da hinzugefügt und fertig. Ja, ich mache ja wieder Fenster.
wie in Resident Evil, weißt du, wie ich meine? Ja, ja, aber in OBS würde ich trotzdem Spielaufnahme machen. Also ich habe Spielaufnahme per Hotkey erfassen drinne. Oh, so scheiße, wieso hat's denn bei Dings hingehauen?